die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes. Und wir lesen einen neuen Eintrag. Luminod, verzerrte Welt. Inmitten der Wirren entdeckten wir viele beunruhigende Anomalien. In allen Winkeln des Landes tauchten räumliche Disharmonien auf. Körper entschwanden in einem dimensionalen Strudel, ihre Atome getrennt zwischen dem Äther und einem anderen Ort. Uns blieb kaum Zeit, dies zu ergründen. Zu beschäftigt waren wir damit, die Verwüstung des Meteoriten zu lindern. Ja, da reden sie gerade von den Portalen. So, und wir können uns verdünnisieren, aber das Ding haben wir gescannt. Okay. Sehr schön. Plops. Den Torvus Boss. Was war das nochmal? Was war das nochmal für ein Boss? Ich kann mich nicht erinnern. Ah, doch. Doch. Stimmt. Ja, ein sehr vielseitiger Boss. Ich erinnere mich. Er findet auch in dieser Arena statt. Auf dem dunklen Äther halt nur. So, und hier können wir direkt das aktivieren. Denn das ist ein Transporter. Nicht zum Lesen, sondern nur ein Transporter. Mehr nicht. Da gehen wir auch direkt rein. Weil, warum nicht? So, hier ist wieder eine lila Tür. Und hier ist noch was Grünes zum Öffnen. Sehr schön. Ich will aber sagen, ich glaube nämlich, das hier ist ein Portal. Habe ich damit recht? Ja, ich glaube, das geht zu einem Portal. Deswegen würde ich erstmal wieder zurücklatschen. So, hier durch. Und uns ein Kartenterminal holen. Ich glaube, das ist das Kartenterminal. Was sich da oben befindet. So. Yes, hatte ich recht. Ich wusste doch, dass hier das Kartenterminal ist. Perfekt. Blub, blub. Da. Kartendaten übertragen. Perfekt. So, und wir sehen direkt ein riesengroßes Areal. Oh ja, das ist Torvus. Oh ja, dieser Raum da unten. Ich erinnere mich noch an diesen Kackraum. Oh. Ich erinnere mich dran. Hier ist noch ein Transporter. Ah, hinter der Lila-Tür ist der Transporter und hinter der grünen Tür geht's nach unten, da wo wir hin müssen. Okay. Und hier. Hier gibt's ein Missile in dem Raum. Und hier gibt's ein Portal. Glaube ich. Oder? Ja, doch. Da müsste ein Portal sein. Hier könnten wir auch schon hin. Oh ja, da können wir nach hier. Bringt uns das was, wenn wir nach hier können? Nein, ich glaube noch nicht. Hier gibt es ein Secret auf jeden Fall. Das sieht man ja. Bringt uns das was, wenn wir jetzt schon dahin gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssten eigentlich erstmal in die Dark World. Weil hier können wir durch die grüne Tür weiter, theoretisch. Also grüne Tür sind jetzt halt auch betretbar. Wir könnten auch zurück Backtracking machen mit der Super Missile, aber das würde ich eigentlich nicht machen. Da würde ich eher noch ein anderes Item warten. Wie machen wir es? Ich würde sagen, verlassene Arbeitsstätte, da kann ich nichts holen. Da ist noch ein Missile, den komme ich nicht dran. An den komme ich auch nicht dran, in der Torvus-Lagune.
Den habe ich. Ich würde vielleicht zuerst in die blaue Tür hier an der Seite gehen. Ah, das ist ein bisschen kompliziert mit der Karte. So. Erst in diesen Bereich da gehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, nach da unten müssen wir eh. Das ist Hauptmission. Ich würde erstmal den Stuff hier hinten alles machen. Wenn ich alles gemacht bekomme. Das weiß ich noch nicht. So, oben lang müssen wir nicht. Wir gehen einfach hier lang. Sind hier die Viecher? Ah ja, hallo. Tschüss. So. So, die blaue. Da können wir direkt einen Missil holen. Das ist auch gar nicht so schwer. Man hört es schon. Aber hier kann man noch was scannen. Nur wo das ist. Ne, okay, man kann es nicht scannen. So, man muss nämlich einfach hier drunter. Und hier ist irgendwo. Da, das Ding. Genau. So wie ich es in Erinnerung hatte. Einfach hier drunter. Aber hier kommt jetzt. Ah, hier kommt wieder so ein Viech. Lässt du mich mal vorbei? Ach, gegen das hier zu kämpfen macht eh keinen Sinn. Ciao. So, hier müsste so eine Spore sein, genau. Das Viech da hinten. Ist noch immer aggressiv auf mich. Aber es kann mich halt nicht erwischen. Pech gehabt. Hier ist noch ein Projektor. Können wir noch lesen. Oh, dunkle Epoche. 100%. Nice. Angriff der Eng. Damit haben wir 3 schon fertig, wenn ich das richtig sehe. Gut. Der Tag kam, als der Himmel entzwei brach und dimensionale Klüfte zu einem finsteren Ort freigab. Abscheuliche, dunkle Schwärme strömten aus diesen Spalten hervor und erfassten die Kreaturen in ihrer Nähe. Sie wandelten sie zu dem, was wir schon bald Finsterlinge nennen würden. Die dunklen Wesen zeigten sich als unsere Feinde. Und so musste ihnen der Frieden auf dem Äther weichen. Ja. Das heißt, die Viecher, die leider... Also eigentlich nett waren, aber transformiert wurden. Ja, die, ja. Mussten halt weichen. Und die haben halt angegriffen. So, hier ist noch was zu scannen. Das kommt auch später. Ist noch nicht für jetzt. Und wie man hier schon eine Musik hört. Genau. Sie sind wieder da. Unsere lieben Freunde, die Piraten. Ja, warte, die kommen jetzt. Wenn ich jetzt dahin gehe, guck. Ja, schön. Neue Piraten, nämlich Kommandopirat. Der normale. Und wir schießen aber einfach auf den Fasernkanister und machen einen schon mal ganz weg. Und dann noch Missiles, weil wir welche haben. Tschüss. Komm, stirb. Also die halten schon viel aus. Die halten schon viel aus. So. Meine Nase ist die ganze Zeit am Laufen, deswegen. Aber ist natürlich normal. Also, ich bin schon so dran gewöhnt, dass während meiner Aufnahmen immer die Nase läuft. Diese Dinge können wir zerstören, aber halt jetzt nicht. Das kommt alles später. Und hier, habe ich recht, gibt es ein Portal. Aber hier gibt es auch.
eine Plattform. Und die ist echt fies, weil du denkst halt null daran, dass in diesem Bereich hier noch einfach eine Plattform ist. Und die ist auch sehr, sehr weit entfernt. Da hinten müsste übrigens ein Energietank sein. Wenn ich mich recht erinnere. Aber das dauert noch, bis wir da hinkommen. Immer wenn ich so still stehe, bin ich gerade mit meiner Nase beschäftigt. Nur so als Info. Diese Plattform, gibt es die nicht sogar auch hier als unsichtbar? War das nicht so? Hier noch so unsichtbare Plattform? Nee, okay. Dann war das nur auf der einen Seite. Oh, hier kommen neue Viecher, glaube ich. Genau, da sind sie schon. Blöde, nervige Viecher sind das. Das kann ich euch sagen. Diese da nämlich. Jäger-Ing. Die machen so... ja, mit ihren Stacheln... so einen Angriff auf mich. Aber, ja... die sind halt einfach nur nervig. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Unreiner Morast. Da könnte auch noch was sein, ne? Ich sehe aber jetzt nichts. Ich höre auch nichts. Ja. Die Gegner bekämpfe ich nicht, weil... kein Bock. Die nerven so. Wir werden noch genug von den Typen sehen. Ah, eine Speicherstation. Und hier kam noch irgendwo... nicht da reinfallen. Aber hier kann man noch irgendwas scannen, oder? Alles ist auf der hellen Welt so. Oh. Auf der hellen Welt kann man hier so einen Frosch scannen oder so. Also wenn ich an die Orte komme, erinnere ich mich dran. Also so halbwegs. Nicht hundertprozentig, weil ja, ne, ist ja trotzdem eine lange Zeit, die ich halt nicht gespielt habe. So, hier können wir das Ding scannen. Den Raum kennen wir. So, weil hier nämlich... da unten ist nämlich unsere Brücke. Hey. So, hier konnten wir noch nichts scannen. Stimmt, es geht nur in der anderen World. Warte, komm, wir mal aktivieren, mal hier so. Ah ne, es geht ja gar nicht. Okay, hier durch einfach. Würde ich mal sagen. Ach ja. Oh. Kommt das jetzt schon? Ja, das kommt jetzt schon. Oh mein Gott. Ja, genau dich meine ich. Habt ihr gesehen, was der hat? Ja, warte mal. Ein komisches Ding. 1,51 Dekazyklen. Okay. So. Push. Diese Dinger kennen wir schon. Da oben war noch ein Schlüssel. Den kriegen wir erst, nachdem wir den einen Typen da besiegt haben. Hier runter einfach, ja. Ja, ja. Oh ja, das wird lustig. So. Okay, dann, ich habe auch nicht gespeichert. Ah, doch, unten. Doch, stimmt. Ja, easy, okay. Jetzt wird's lustig. Hallöchen.
der Boost-Wächter. Hi. Komm mal wieder raus. So, Boost-Wächter braucht man nur einmal zu scannen, so wie ich gerade sehe. Okay. Aber der kriegt noch eine Dunkelheitsform, oder? Der ist ja schon dunkel. So, man muss nämlich hier komplett ohne. Ich kann man noch nicht scannen. Einfach die ganze Zeit jumpen am besten. Darauf kann man auch noch schießen, aber das bringt halt nicht viel. Einfach. Ah, ich weiß wie. Man muss jetzt so. Ja, ja. Au. Der macht nämlich unglaublich viel Schaden. Yes. So, jetzt kommt er wieder raus. Jetzt können wir wieder verletzen. Mit einer Super-Missile. Das werde ich auch tun. So, zweimal drauf geballert. Und weil ich es kann, tue ich es nochmal. Ne, Mist. Ah, jetzt macht er wieder seine Attacke. Nein. So, leben. Weil der macht so viel Schaden. Das ist unglaublich. So. Komm, mach hier hin. Yes. Und da ist er wieder. Jetzt müssen wir normalerweise eliminieren können. Ich nutze auch gerne die Super Missiles, weil wir haben genug Missiles. Oh ne. Er macht wieder seine komische Attacke. So, jetzt. Jetzt versuche ich die ganze Zeit zu springen. Also ich bin schon bei dem Kampf gestorben, ne? Nur so als Info. Nein, sterbe. Ich werde sterben wahrscheinlich. Nein, ich werde sterben wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ein Hit und ich bin tot. Oh. Ja, es war sehr gut. Aber, das ist so knapp, ne? Okay, nice, 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 nice. Ich habe nicht getroffen. Komm raus, komm raus, komm raus. Dann halt so. So. Stirb einfach. Stirb, 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 stirb. So. Oh Gott. Ich hätte echt befürchtet, dass wir echt sterben. Wirklich.
Der ist so fucking schwer, der Kampf, weil er so unglaublich viel Schaden mit seinem Boost-Angriff macht. Holy moly, das war eigentlich sehr viel Glück. Oh, erstmal Heilung, ey. Und wir bekommen natürlich auch den Boostball danach. Boah, auf dem Hardcore-Modus ist dieser Boss echt nochmal ultra schwer. Boah. Also im Normalen fand ich den schon sehr, sehr schwer, weil du halt nicht so viele Energietanks hast. Und der halt so viel Schaden dir reindrückt mit seinem Boost. Ich glaube 75 oder 50, bin mir nicht ganz sicher. Also schon boah, viel. Und du kannst ja auch nicht ausweichen, weil du ja keinen Boostball hast. weil du bekommst den ja erst von dem. Oh Mann, ey. Boah, bin ich froh, dass wir den geschafft haben. Das war echt knapp. Wir hatten einmal nur 30 Energie. Das war... ja... so, das kennen wir ja schon. So, hier hin. Hallo? Ich glaube, so kommen wir gar nicht daran, ne? Toll. Jetzt habe ich so ein blödes Mistvieh erwischt. Und es geht auch viel einfacher, dieser Boostball, als im ersten Teil. Sieht man ja. Also ich komme viel höher. Schon nur mit einem Boost komme ich schon so ultra hoch. Also ich will halt noch die Energie da haben. So. Und dann kann ich... so, hier einfach hoch. Müssen wir mal was scannen. Ach, das war eine Energiekapsel. Boah, das war echt heftig. Also, huiuiui. Stimmt, und hier brauchen wir den auch schon direkt. Ah, warte, wir müssen erst warten, bis die zurückspawnen. So. So. Also bis jetzt absolut schwerster Kampf in irgendeinem Metroid. Das ist auch kein Scherz von mir oder so. Also der ist wirklich nicht ganz ungefährlich. So, und hier können wir nämlich auch direkt nochmal speichern, ey. Ja, auf jeden Fall speichert. Boah. Ist schwer. Aber es kommt, glaube ich, noch ein Fight. Da hatte ich auch Probleme im normalen Game. So, müssen wir hier noch irgendwas machen? Nö, ich glaube, wir müssen sofort ins Portal eigentlich. Aber ich spring mal kurz hier runter. Zu hören, ob da irgendwo ein Item ist. Ich höre aber nichts. Das heißt, wir gehen einfach zurück. Und rein. So, mit dem Boostball können wir jetzt natürlich viele Orte bereisen, wo wir den Boostball brauchten. Hier können wir ihn übrigens nicht gebrauchen für die Plattform da hinten. Dann brauchen wir noch was anderes hier. Kommen hier nochmal Viecher. Also ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Nö, okay, hier kommen keine Viecher. Perfekt. Aber hier können wir jetzt hoch. Ich müsste auch in der Mitte liegen. So. Hat schon gereicht. Wir sind oben, da gibt es nichts zu scannen. Perfekt. Aber man hört es hier schon.
Hört man's? Also ich höre es. Ein Item. Irgendwo da. Aber es ist normal. Dafür brauchen wir diese zwei Dinger da. Das da. Kommen wir aber noch nicht dran momentan. Was kriegen wir denn hier? Ah ja, hier genau da ist der Frosch, den ich meinte. Krokus. Ja, könnte ein Frosch sein, ne? Das war der Frosch, den ich meinte. Der sieht auch lustig aus. Guck. Ja, okay, ein Frosch. Naja. Hab schon schönere Frosche gesehen. Kyro-Generator und auch die Lichtwesen gibt es in dieser Welt. So. Da hinten sind wieder Viecher. Ja. Und hier hinten ist... Was ist denn hier hinten eigentlich? Ah, ja. Ja, ja. Da können wir reingehen. Wir können aber auch zuerst noch... Nein, können wir nicht. Gehen jetzt zuerst hier rein. Machen wir das später nämlich. So. So, hier runter. Da muss man diesen aktivieren. Hallo. Geh mal bitte da rein. Hallo. Jetzt. Das Ding fährt aus und dreht sich. Dadurch ist hier eine Plattform entstanden. Können wir schon da hoch? Nee. Okay. Das gleiche machen wir nochmal hier. Um natürlich zuerst hier oben reinzukommen. So, für ein Missile Container. Wunderschön. Ich glaube, hier gibt es auch nichts weiter. Ne. Zurück. So. Und durch die Tür. Was erwartet uns hier? Ah, dafür brauchen wir den Spider-Ball. Ich erinnere mich daran. Und hier über uns müsste das Item sein, ne? Da müsste sogar ein Energietank sein. Können wir hier nicht nur trotzdem was scannen? Nein. Nee. Nee, da müssen wir später zurückkommen. Da, hier könnte man sich festhalten, aber... Hä? So. So. Und zurück. So. Dann haben wir uns schnell ein Missile geholt. Ach, das Ding ist auch wieder da. Erstmal aktivieren wir den Gyro-Generator. Und auch in der Dunkelwelt wird dieses Tor geöffnet. So. Das heißt, wir können jetzt... Also wir haben jetzt eine Verbindung halt hier von dem Portal aus. Das heißt, wir können jetzt hier ins dunkle Portal gehen... Oder besser gesagt, hier ins Portal gehen, damit hier in die dunkle Welt und hier dann zu den verschiedenen Orten. Wir könnten auch sofort dahin, weil da ist eine grüne Tür. Ich weiß zwar nicht, ob uns das weiterbringt. Aber wir könnten das probieren. Ich weiß halt nur nicht, ob mir das was bringt. Ne, Datenbank wollte ich nicht. Ich muss gerade überlegen... Ich weiß, wo wir hingehen könnten.
Aber ich möchte gerne erst... Da können wir nicht. Können wir das? Nee, das können wir nur, wenn wir... Genau. Durch die grüne Tür könnten wir sogar da hinkommen. In diesen Raum. Tempel von Torvus, ja. Da ist nichts. Ich überlege halt gerade einen Fußball. Wo können wir geile Sachen bekommen, die wir vorher nicht erreichen konnten? Klar, natürlich. Hier Tempelanlagen. Hätte ich, glaube ich, ein paar Sachen, wo ich hin könnte. Hier, in dem Raum. Da, wo dieses, ja, der dunkle Bereich da ist, dieses U. Da könnten wir hoch. Und das wäre dann die Verbindung in diesen Raum hier. Und da sind auch so Rohre, wie man sehen kann. Also man sieht da diese Rohre da oben. Durch das würden wir laufen. Und dann würden wir in den nächsten, also in denselben Raum, nur ein bisschen weiter. Und dann sieht man da so, ja, ist halt schwer zu erkennen für euch. Ich kann auch nicht mit meiner Maus da hängen. Das bringt ja auch nichts für euch. Nee, das bringt nichts. Oder seht ihr die Maus? Wenn ich jetzt hier so das zeige, seht ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da sind so, ist so ein Kanal. Und der führt uns dann hier durch. Hier sieht man diesen Kanal wieder. Der läuft ganz oben lang. Und dann kommt man in diesen Raum hier. Und da bekommt man was ziemlich Geiles, glaube ich sogar. Oh ja. Oh ja. Ich weiß sogar, was man da bekommt. Aber was ich nicht weiß, ob das von der Powerbombe geschützt ist. Ist das von der Powerbombe geschützt? Ich würde es am liebsten testen. Weil das wäre ein geiles Item für uns. Ich meine, wir sind ja auch kurz, wir sind ja auch direkt hier angebunden. Ich würde aber zuerst ins dunkle Portal hier gehen.